So, hi Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir machen uns heute mal auf die Suche nach dem König der Kanalratten und beginnen unsere Magierausbildung. Das würde ich sagen, machen wir zuerst. Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Ich bin anders als die anderen. Oh. Ui. Zeit, unsere Ausbildung zu beginnen. Kann ich schon? Nein. Erst noch umschauen. Kann ich dir helfen? Ich möchte gerne ausgebildet werden. Ich muss ganz dringend zum Erzmagier. Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges! Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Ich glaube, es liegt daran, dass du den ganzen Tag WoP spielst. Pff, Anfänger. Was ist das für eine Brille? Sie denn da für eine schöne Brille? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Sowas gibt's? Freilich. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Wow. Was haben Sie Warum denn gegen mögen den Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Nein, es ist... Wir kennen uns nur schon verdammt lange. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger. Sein Idealismus. Er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Und ich muss zum Erzmagier. Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Kann ich das denn werden? Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? So ist es. Nein, so ist es nicht! Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also, wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnom. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus Magie gewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Und drittens, einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Gute Einstellung. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nie. Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte?
Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Das ist kompliziert. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Und wer kann mir den Zauberstab verkaufen? Kann ich in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Frag mal Jorge den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Oh, diese Harry Potter-Anspielung. Wo soll ich einen Haufen Gold bekommen? Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Das ist ja wie Magie. Und dann bin ich erstmal weg, ne? Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. So, schau mal, können wir ihm hier was abziehen? Ein Bücherregal. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Sind wir da hinten? Da ist eine Tafel. Vielleicht ist sie mit magischer Kreide beschrieben. Ja, sie ist leer. Ja. Oh. Aber sie hätte mit magischer Kreide beschrieben sein können. Ah ja. Eine stilechte Tafel für eine Zaubererschule. Mit dem Kopf sieht sie fast lebendig aus. Sie ist lebendig. Tatsächlich? Nein. Ja, und mit magischer Kreide beschrieben. Ich hab's gewusst. Ich glaube nicht, dass er mich verarscht hat. Er hat mir bestimmt die Wahrheit gesagt. Ich würde einiges dafür geben, in die... Okay, ja. Das ist eine Art Kochnische. Es gibt jede Menge Zutaten, die man im Kochtopf zusammenrühren kann. Na dann, auf geht's. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Oh, solche Papier am Boden. Seltsamer Spiegel. Schau mal. Was ist das? Ist das ein Spiegel? Ich kann mich in ihm nur schemenhaft erkennen. Der Rahmen ist massiv und mit allerlei Fratzen und Schädeln verziert. Und die Spiegelfläche fließt. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Das ist das dunkle Portal. Der Rahmen ist massiv und ich habe so etwas... Okay, da ist der Schultisch. Wie viele junge Menschen hier wohl schon zu Zauberern ausgebildet wurden? Komm, lass ihn sagen. Drei. Oh, hey. Ui. Drei. So viele. So. Da haben wir noch eine Kristallkugel und da haben wir noch Karton. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Nehmen wir den mal mit. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus. Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Hey.
Ich habe eine magische Kugel. Ein ranziger Karton mit einigen seltsamen Gegenständen. Die meisten sind ziemlich verstaubt. Dann schauen wir mal rein. Meister Markus, was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Sehr gut. Danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Hey. Und hier sind drei kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Oh, schade, nur Krempel. Trank, Trank und Trank. Magische Nadel und Faden. Kristallkugel. Oh, das ist ein Schafskopf. Unter dem Kopf hängt ein Holzschild mit einem Spruch. Das Schaf, der beste Freund des Magiers. Es beschützt uns, es hält uns warm. Ui. Ui. Schafe sind ein wenig wie Kühe. Kleine, wollige Kühe. Oder wie eine eierlegende Wollmilchsau. Kann man auch essen. Was haben wir da? Huch. Ein geschorenes Schaf. Glaube ich. Ja, das ist aber ein bisschen sehr scharf. Schafe sind gefährlicher, als man uns glauben machen will. Geschoren. Die verbergen etwas, sagt Opa. Ja, Opa und Colonel Opa, wenn ich bitten darf. So viel Zeit muss sein. Na warte, du. Du. Was ist denn da los? Nein. Wow. Ein Superschurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Der Krämer. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich würde gerne etwas kaufen. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Wenn's sein. Okay. Schauen wir mal. Können wir hier irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Eine Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Ein blauer Trank in einer kleinen Fiole. Oh, was sagt ein grüner Trank. Schade. Ich weiß bald nicht, was passiert damit. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Andererseits, was soll schon passieren? Genau. Und hau weg. Huch. Nichts. Nö, nichts Außergewöhnliches. Komm. Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Jaha. Hau rein. Ist, glaube ich, nicht klug. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch kein Alkohol trinken. Okay. Geht wieder. Ah. Geht wieder. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Das sah nicht nach einem winzigen Stück aus. Alles wird größer. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Vom Weltvergrößerungsschild. Also ja, ja. So, und hau rein. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht ganz. Ja, dann nimm noch einen Schluck. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Genau, hau rein. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Das wäre jetzt schlecht. Vielleicht hilft mir eine Kristallkugel weiter. Nein. Okay, da werden wir wieder größer. Dann schauen wir erstmal raus aus der Stadt. Auf unsere Landkarte. Ach, wir können auch so rein. Ja, so geht's auch. Das ist ja gut. Wuppermann und Söhne. Das ist Wuppermann. Oder Sensch. Sein Wohnwagen. Ja, hallo, betrachte ihn doch. Ui. Der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen.
worauf du einen lassen kannst, mein Junge. Oh, das ist ein Glücksrad. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und 4 Symbole in jeder möglichen Kombination. Die Chance, auf das richtige Feld zu kommen, steht 1:16. Mein Gold würde ich darauf nicht wetten, wenn ich Gold hätte. Okay. Reden wir mal mit dem Schausteller. Moin. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Na nu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohlan, junger Wilbur. Ich bin Ferenzis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Gib mir Gold. Gib mir Gold. Okay, aber das Gold, würde ich sagen, greifen wir beim nächsten Mal ab. Und bis dahin würde ich sagen, ciao Leute und wir sehen uns. Tschüss.